So, herzlich willkommen zum Webinar Effizienz am digitalen Arbeitsplatz von BTX24. Mein Name ist Daniel Kirscher. Ich begrüße Sie ganz herzlich hierbei. Wir werden noch kurz ein, zwei Minütchen, Sekündchen abwarten, ob noch weitere Nachzügler kommen. Es sind ja schon einige dort. Und dann werden wir auch sofort starten. Von meiner Seite aus erstmal ein kurzes Plus bitte in den Chat, ob Sie mich hören können und auch meinen Bildschirm sehen können, also die Präsentation sehen können. Das wäre ganz wichtig zu wissen. Plus haben wir. Viermal Plus. Perfekt. Gut. Da kommen auf jeden Fall noch ein, zwei Nachzügler, das ist doch schön. Auch an diese herzlich willkommen zum Webinar. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal ganz kurz einfach schon mal rein. So, erstmal zu meiner Wenigkeit. Ich bin Daniel Kirschei, Sales Manager und strategischer Berater von Hirschtag MCA. Bin heute auch Ihr Moderator, was das ganze Webinar angeht, wie man mit BTX24 die Effizienz steigern kann am eigenen Arbeitsplatz, vor allem im digitalen Arbeitsplatz, auch im Homeoffice und so weiter. Und mit mir hier ist unser CEO, Herr Paul Schreck, der unterstützt mich an der Darstellung von einigen Funktionen einfach, damit Sie auf beiden Seiten diese einfach kurz kennenlernen können, sowohl auf der Empfängerseite als auch auf der Senderseite. Schönen guten Tag. Zur heutigen Agenda, was genau schauen wir uns heute alles an? Worüber können wir zum Beispiel Effizienz steigern in unserem Arbeitsplatz? Das sind generell zum einen Workflows im Allgemeinen, natürlich aber auch die Aufgaben, Berichte und Dashboards zu diesen. Dann aber auch natürlich CRM-spezifische Themen. Das heißt, zum Beispiel können wir unsere Effizienz steigern, indem wir Sales Funnels und Tunnels sehr intensiv und ausgiebig nutzen und dort mit diversen Tools wie Automatisierungsregeln, Triggern und auch halt verschiedenen Tunneln arbeiten, um gewisse Themen einfach abzudecken. Deshalb ist auch im sechsten Punkt direkt die Kanban-Tafel natürlich mit drin, weil sie auch ein sehr, sehr großer Bestandteil einfach dessen ist. Und ganz zum Schluss das Thema Analytics, um einfach klar eine Richtlinie zu haben, was denn genau bei dem, was wir getan haben, so bei rumkommt, um halt Anpassungsmaßnahmen generell am Geschäftsprozess vielleicht durchführen zu können, sollte da etwas nicht stimmig sein. Ganz zum Schluss haben wir natürlich wieder eine offene Fragerunde einfach, wo Sie zu den Themen einfach ein paar Fragen stellen können, auch gerne auch außerhalb von dem heutigen Thema. Wir werden gucken, dass wir Ihnen alle Fragen bestmöglichst beantworten können. Sollten wir die Zeit dafür heute dann nicht mehr finden, die hier im Webinar direkt zu beantworten, keine Sorge, Sie bekommen von uns auf jeden Fall dann auch eine Rückmeldung per Mail zu Ihren Fragen, beziehungsweise bekommen Sie dann auch eine Einsicht zu unseren Kontaktdaten am Ende nochmal, wo Sie dann nochmal weitere Fragen schicken könnten, und auch telefonisch stellen können, wenn Sie das möchten. Gut, allgemein zu uns. Wir sind ja BTX24 Goldpartner, aktuell auf Position Nummer 1 bei Bittrex und sind auch empfohlen, wenn es ums Thema BTX24 geht und führen halt für den Produkthersteller jetzt das Webinar durch. Wo finden Sie uns grundsätzlich in der kompletten Dachregion an diversen Standorten? Sei es jetzt Wien, Hamburg, Zürich zum Beispiel. Sind wir überall vertreten? Da wird sich sicherlich auch ein Standort bei Ihnen in der Nähe finden. So, genau. Damit haben wir im Endeffekt das Ende der Präsentation quasi jetzt hier erreicht. Das heißt, wir gehen jetzt ins Live-System rüber, wo wir uns einfach mal das Ganze wirklich direkt anschauen werden. Und hier starten wir erstmal mit dem Thema Workflows. Was versteht BTX24 grundlegend zu dem Thema Workflows? Das ist ein ganz klarer Unterschied, denn als Workflows versteht man im Allgemeinen natürlich auch die Geschäftsprozesse in einem Unternehmen, im sogenannten Neudeutsch, aber bei BTX24 wird hier ganz klar unterschieden. Denn für BTX gehören Workflows nur solche Themen, die wirklich
immer wiederkehrende Sachen sind, wie zum Beispiel Urlaubsanträge, Bestellanträge, Dienstreisen, Ausgleiche, allgemeine Genehmigungsfreigaben, Abrechnungsfreigaben etc. Ja. Und diesen können wir dann generell hier über einen neuen Workflow-Generator quasi einfach erstellen. Den können wir benennen, wie wir das möchten. Ja, zum Beispiel Urlaubsfreigabe zum Beispiel. Ja. Und dann können wir die einsortieren. Wir können dem sogar ein Bild zuordnen. Dann können wir die ganzen Elemente benennen, die einzelnen Themenbereiche, die wir dort hinzufügen wollen. Ja. Dann können wir natürlich noch Zugriffsrechte verwalten, die wir geben wollen, ja, wenn wir da spezielle setzen wollen oder nicht. Also, dass wir zum Beispiel einzelnen Gruppen diesen Workflow nicht anzeigen, also die auf diesen Workflow keinen Zugriff haben, weil der zum Beispiel nur einer gewissen Abteilung zugeordnet sein soll, ja, und nicht für jedermann sichtbar sein muss. Das muss man dann im Endeffekt ja, entscheiden, wie man das braucht. Und dann kommt entweder ja, sowas rum wie zum Beispiel hier eine allgemeine Anfrage, ja, die man dann hat, die man stellen kann. Das kann ich Ihnen einfach mal ganz kurz zeigen. Wenn wir dann den starten, den Workflow grundsätzlich von der Senderseite aus zum Beispiel, sieht das so aus. Jetzt kann man den zum Beispiel jetzt auch nutzen, um jetzt hier einen Jahresurlaub anzufragen oder wir können auch hingehen und zum Beispiel Teilnahme, ja, Webinar anfragen. Und zum Beispiel, dann können Sie halt Prioritäten noch hier zum Beispiel festlegen bei diesem Workflow und dann natürlich eine entsprechende Person auswählen, an die dieser Workflow geschickt werden soll. Also wer soll dafür, ist dafür zuständig. Ja. Es gibt natürlich auch vordefinierte Sachen, wo Sie keinen auswählen müssen, sondern es wird direkt natürlich kommuniziert an eine entsprechende Person. Das kann auch hier sein. Und dann drücken Sie im Endeffekt einfach auf Senden. Und dann sehen wir hier jetzt in meinem Activity Stream, dass ich diesen Workflow abgegeben habe an den Herrn Paul Streck. Wir sehen den Status auch hier in Bearbeitung. Wir können auch hier gucken. Aktuell habe nur ich mir diesen Workflow angezeigt. Das heißt, mein Kollege hat sich den noch nicht angeschaut. Und wenn wir uns jetzt das Ganze ein bisschen weiter anschauen, dann können wir den aber auch hier, ja, auf der rechten Seite in unserem kleinen Mini-Dashboard anzeigen lassen. Wir können hier direkt schnell reingehen und dann sehen wir hier direkt, aktuell habe ich zwei Themen, die offen sind, zum Beispiel einmal Jahresurlaub, einmal Teilnahme am Webinar. Und aktuell sind beide vom Status her noch in Bearbeitung. So, wie sieht das Ganze jetzt grundsätzlich aus, wenn wir das von der Empfängerseite uns anschauen? Dafür übergebe ich dann ganz kurz die Moderatorenrechte an meinen Kollegen, um ihm das von der Seite zeigen zu können. Paul? Ja, vielen Dank, Herr Hirschey. Jetzt ab diesem Moment sollte mein Bildschirm freigeschaltet sein. Hoffe, alle sehen den. Und das, was wir hier gerade sehen, das ist dann die Maske oder ein Fenster, was wir direkt im Activity Stream abarbeiten können, im Sinne von akzeptieren oder ablehnen. In diesem Fall hat uns Herr Kerschei die Anfrage gestellt über den Workflow und bei mir gibt es hier direkt die Möglichkeit, den zu akzeptieren oder abzulehnen. Was wir hier noch machen können zusätzlich, das ist dann diesen Details-Button anzuklicken. Dann gibt es hier noch eine Möglichkeit, weitere Informationen anzufragen oder auch weiter direkt im Workflow zu kommunizieren, bevor Sie die Entscheidung treffen. Und ich kann es hier kurz hinschreiben. Ich brauche weitere Infos.
Ich kann dann strukturiert innerhalb von einem Workflow mit meinen Kollegen kommunizieren. Falls das der Fall ist, wo ich nicht die zuständige Person bin dafür, kann ich diesen Workflow weiter an meine Kollegen weiterleiten. Dafür gibt es diesen Button Delegieren. In unserem Fall kann ich erstmal diesen Workflow akzeptieren. Da sieht man einen weiteren Status, ist erledigt und wie Herr Gerschei eben erwähnt hat, ich kann es jederzeit kontrollieren, wie viele To-Dos im Sinne von Workflows ich habe. Hier sehe ich beispielsweise 5 Prozesse, die dann noch zusätzlich zu diesem Prozess laufen und ich kann es bar akzeptieren und ich kann es auch bar ablehnen, damit Kollegen immer rechtzeitig informiert sind, welche Entscheidung gefallen ist. Sobald das alles erledigt ist, wird diese Liste leer sein und alle Kollegen werden dann auch die entsprechende Statie sehen. Herr Keschai, ich übergebe Ihnen die Rechte zurück, damit Sie weiter das System präsentieren könnten. Gut, dann sind wir jetzt wieder bei mir. Genau, das so zum Thema Workflow. Hier kann man natürlich sehr, sehr viel mit machen. Man kann wirklich sich generell viele selber aus zusammenstellen. Natürlich gibt es auch ein paar diverse, die schon voreingestellt natürlich sind von Bitwix 24, zum Beispiel halt Abrechnung, Dienstreise, Abwesenheitsantrag, allgemeine Anfragen. Das sind so Standard-Workflows, die schon generell existieren und halt über das erstellen, was Sie gerade eben ganz am Anfang gesehen haben in der Maske, können Sie sich Ihren eigenen Workflow ein bisschen zusammen aufbauen, sodass man dann dementsprechend halt damit arbeiten kann, was Sie halt auch brauchen. Wenn wir uns dann die nächsten Effizienzpunkt einfach anschauen, das ist dann ganz klar, wenn wir uns hier befinden, der Aufgabenreiter an sich. Ja, wir können hier immer sehen, natürlich, was haben wir hier? Das heißt, das Thema Dashboards ist auch immer hier rechts ein ganz nützliches Tool, wo wir einfach sehen können, was ist an Aufgaben überhaupt aktuell vorhanden. Die roten Zähler heißen einfach, wie viele Aufgaben hat man denn grundsätzlich als aktuell überfällig oder als für heute offen, ja, davon? Und hier kann man sehen, aktuell besitze ich 13 Aufgaben, an denen ich arbeite. 7 davon müssen heute erledigt werden. Ich bin an 2 weiteren beteiligt. Davon muss eine heute erledigt werden. Und ich habe selber 4 Aufgaben gestellt und eine davon steht für heute aus. Da kann man das grundsätzlich einmal so natürlich sich anschauen. Man kann natürlich auch, es gibt hier grundsätzlich natürlich auch einen reinen eigenen Aufgabenbereich, also wo man sich alles anschauen kann. Dann sehen Sie einmal hier die generelle Listenfunktion, wo Sie einfach wirklich alles einsehen können. Die Aufgabe an sich im Namen, die Aktivität, wann sie gestartet wurde, wann sie die Frist bekommen hat, von wem sie erstellt wurde, wer das erledigen muss, ob sie eventuell einem Projekt zugeordnet ist. Ja, das sehen Sie zum Beispiel unten. Wenn Sie Projektgruppen damit arbeiten, können Sie das hier auch direkt verknüpfen mit. Genauso können Sie sich das aber auch in einem sogenannten Gantt-Diagramm anzeigen lassen und auch hier recht zügig anhand dieser Möglichkeiten auch die Aufgabenfristen verschieben, ja, indem Sie es einfach hier entlang ziehen. Hiermit würden Sie Aufgaben miteinander koppeln. Das heißt, ich könnte jetzt dieses Ende der Aufgabe mit einem Anfang einer anderen Aufgabe verknüpfen, ja, sodass die in Abhängigkeit zueinander gesetzt werden. Das hilft auch immer ganz, ganz, ganz gut dabei. Natürlich, wie Sie auch sehen können, kann man Aufgaben auch mit Unteraufgaben oder Teilaufgaben versehen. Ja, man kann sogar eine Teilaufgabe der Teilaufgabe der Teilaufgabe haben. Ja, also auch das ist möglich. Das sehen Sie, jetzt haben wir hier eine Mehrfachschachtelung, also Vierfachschachtelung, um genau zu sein. Ja, das ist die Oberaufgabe, Unteraufgabe, Unteraufgabe, Unteraufgabe. Das heißt, erst wenn diese Aufgabe erledigt ist, können wir die abschließen und so weiter und so fort. Auch das ist grundsätzlich möglich. Und dann kann man sich generell das hier mal so anschauen.
Basismäßig, wenn wir uns eine Aufgabe natürlich erstellen, haben wir vielerlei Teile, womit wir unsere Sachen besser planen können, Aufgabenparameter hinterlegen können und so weiter und so fort. Ja. Zeitplanung ist auch immer ein ganz wichtiges Tool, um Effizienz zu steigern. Wir können natürlich sagen, wann soll die Aufgabe gestartet werden, wann soll sie abgeschlossen werden, um das noch klarer zu definieren, wie viel Zeit sollen wir uns dafür geben. Aber wir können auch wirklich einen klaren Zeitkontingent für eine Aufgabe hinterlegen. Für mehr Effizienz können wir auch ein Aufgabenergebnis soll kontrolliert werden hinzufügen. Das heißt, immer der Aufgabensteller, also in dem Fall ich, würde einen Report bekommen, wenn diese Aufgabe abgeschlossen ist, um dann dementsprechend als Feedback dann geben zu können, ob ich mit dieser Erledigung der Aufgabe zufrieden bin oder halt auch nicht. Das heißt, sowas macht man dann zum Beispiel, wenn man die Aufgabe an jemand anderen stellt, ja, und das sind wichtige Aufgaben. Zum Beispiel Verstellung von dringend wichtigen Dokumenten etc., dann macht man hier ein Häkchen zum Beispiel rein und so, dann passt das. Man kann dann auch zum Beispiel verantwortliche Personen das Recht wegnehmen, diese Frist anzupassen, damit im Endeffekt die Frist auch eingehalten werden muss, beziehungsweise man direkt sieht, wenn derjenige oder diejenige diese Frist nicht eingehalten hat. Wie gesagt, wir können das auch immer mit einem Projekt verknüpfen oder das, auch direkt hieraus ein neues Projekt erstellen. Wir können den entsprechenden Zeitaufwand, den wir uns freigeben, hier nochmal klarer auflisten. Wir können eine Erinnerung hinzufügen, die per Sofortnachricht oder per E-Mail nochmal rausgehen soll. Wir können diese Aufgabe als immer wiederkehrende Aufgabe machen. Das bedeutet im Endeffekt, wir können dann diese Aufgabe täglich bekommen, wöchentlich, monatlich, jährlich bekommen. Das können wir uns dann einstellen, wie wir das brauchen. Das ist im Endeffekt ähnlich wie in Outlook. Wir können eine vorherige Aufgabe hinzufügen, also können auch direkt aus dieser Aufgabe eine andere Aufgabe damit verknüpfen oder eine Relevanz dazu setzen. Ja. Wo wir dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt die wichtige Aufgabe. Ja, die aktuelle Aufgabe wird gestartet, sobald diese Aufgabe beendet ist. Das heißt, das Start- und Enddatum wird über dieses Tool jetzt hier definiert, anhand sobald diese Aufgabe abgeschlossen ist. Wir können es sogar noch mit einem CM-Modell quasi Modul verbinden, indem wir sagen, wir hängen es an ein Lead an, an einen Auftrag an, an eine Bestellung an, Kontakt oder Unternehmen, je nachdem, ob wir das halt benötigen. Wie gesagt, wir können hier noch Teilaufgaben hinzufügen aus Ausgaben, die wir schon erstellt haben. Ja. Und natürlich können wir auch generell unsere Standard-Tags hinzufügen, um dann dem Ganzen noch ja, eine schnellere Übersicht zu geben, wenn wir das Ganze suchen sollten. Genau. So. Genau, Aufgabennamen noch nicht gemacht. So, ich brauche jetzt auch keine Frist eintragen, ja, weil diese Frist wird eben automatisch definiert, sobald eine andere Aufgabe abgeschlossen ist. Das sehen Sie im Endeffekt jetzt hier. Diese Aufgabe ist geknoppelt quasi mit der Aufgabe hier unten. Und aufgrund dessen, dass diese Aufgabe hier noch nicht abgeschlossen ist, verschiebt sich der Anfang von dieser Aufgabe immer weiter. Würden wir jetzt quasi den heutigen Tag skippen und auf morgen gehen, würde die Aufgabe auch direkt vom Webinar quasi hier nach rechts wandern. So. Weitere Dashboards und so weiter, die wir haben, ist zum Beispiel der sogenannte Effektivitätsbereich, wo man wirklich selber sich kontrollieren kann, wie effektiv arbeitet man an Aufgaben, die einem von anderen Personen gestellt wurden. Also nicht, man kann das sich nicht selber hochboosten, diesen Wert, indem man sich selber Aufgaben stellt und die schnell erledigt. Das geht nicht, sondern hier wird nur reingezogen, welche Aufgaben wurden einem selber gestellt von anderen Personen aus dem Unternehmen und wie schnell wurden die rechtzeitig erledigt. Das wird dann, daran wird die Effektivität gemessen. Und dann kommt hier noch ein genereller Report rein. Ja, das Ganze kann man auch über das Profil aufrufen. Ja, recht zügig und recht einfach und recht schnell, sodass wir hier zum Beispiel uns Details suchen können. Diese Aufgabe ist seit dem 13. März überfällig. Deshalb geht meine Effektivität natürlich auch runter.
So, weitere Dashboards, die wir haben, sind grundsätzlich im CRM zu finden. Dafür springe ich einfach mal ganz kurz in diesen Tab rüber. Und zwar haben wir hierfür den Analytics-Bereich, meine Berichte. Wir können hier uns den Aktivitäten, das Aktivitäten-Dashboard anschauen. Und dann können wir uns hier generell die allgemeine Kommunikationslast aus die einzelnen ja, die Kanäle anschauen, die wir haben, die generelle Mitarbeiterauslastung zum Beispiel anschauen. Das sind jetzt aktuell Dummy-Daten hier. Generell zum Beispiel, wie viele Neukunden haben wir reinbekommen? Grundsätzlich die Aufgabenerledigung nach Mitarbeitern, ja, können wir uns anschauen, beziehungsweise auch, wie viele Leads wurden positiv bearbeitet, negativ bearbeitet, Kontakte, Unternehmen, Aufträge grundsätzlich sind das auch hier hinter. Und natürlich auch ein gewisser Part der Umsätze, die Mitarbeiter geholt haben. Man kann auch sich seine eigenen Aktivitäten anschauen. Dann bekommt man nochmal eine grundsätzliche, tiefere Einsicht in die Arbeitsweise von einem selber. Man kann natürlich sehen, okay, wie habe ich jetzt bisher Anfragen, die an mich geschickt wurden, bearbeitet? Habe ich die beantwortet? Habe ich die unbeantwortet gelassen? Kundenzufriedenheit, Votings gehen zum Beispiel hier mit rein. Und so weiter und so fort. Generell auch die Anrufsauslast, ja, also wie viele Anrufe tätige ich so weiter, Terminlast, E-Mail-Last und so weiter. Also ganz viele verschiedene Kanäle, die wir uns anschauen können, um daraus ja, Möglichkeiten abzuleiten, eventuell gewisse Prozesse zu verbessern, beziehungsweise Prozesse als gut einzustufen und auch zu merken, okay, ich bin wirklich überlastet vielleicht und muss vielleicht das ein oder andere Aufgabengebiet oder den einen oder anderen Auftrag vielleicht abgeben, weil ich das einfach nicht mehr schaffe, zeitlich dahinterher zu kommen. Das Ganze können wir natürlich auch in kleinen Detail auf Aufträge, Kontakte, Unternehmen uns anschauen. Das wäre aber jetzt, glaube ich, zu spezifisch im Einzelfall. Sich das anzuschauen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal ein Stückchen weiter rein und schauen uns hier das Thema Sales Funnels und Tunnels und auch die Kanban-Tafeln an im Bereich des CRMs. Auch hier können wir eine gewisse Effizienz aufbauen für das Unternehmen, denn wir haben natürlich hier die Möglichkeit, nicht nur diese Kanban-Tafel zu gestalten anhand der Phasen, die wir brauchen, ja, um ich sage mal, Wartezonen zu kreieren, beziehungsweise Ablaufzonen zu zeigen, sondern wir haben natürlich auch das Thema Sales Funnels und Tunnels. Bei Sales Funnels und Tunnels haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, hier auch weitere Funnels hinzuzufügen. Ja, und dann dementsprechend hier diese Phasen anzupassen. Wir können mit Tunneln weitere Phasen dann hinzufügen. Ja, das heißt, können dann dementsprechend eine Konnektivität zwischen den einzelnen Sales Funnels aufbauen. Das heißt, sobald ich jetzt einen Auftrag hier abschließen würde, zum Beispiel, würde dieser in einem anderen Sales Funnel auftauchen, wird eins zu eins kopiert. Das Einzige, was nicht mitgenommen wird, ist natürlich die Kommunikation des alten Auftrages, sondern es wird im Endeffekt nur übernommen, welches Unternehmen, welcher Kontakt ist beteiligt. Ja, und an dessen wird der Auftrag quasi komplett auf Null resettet. Es gibt auch keine weiteren Produkte, die da drin sind, sondern die müssen dann alle nochmal hinzugefügt werden, wenn es neue gibt und so weiter und so fort. Dadurch haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, uns einen Prozess aufzubauen, wo wir sagen, wir können eine Bestandskundeneffizienz auf, das ist eine Bestandskundenbetreuung aufbauen, die wirklich effizient ist, indem wir sagen, okay, wir haben zwei Funnels, die wir gleich aufbauen, in denen quasi wir immer wieder die Aufträge durchrotieren lassen, ja, wo das einfach dann so kommt, dass wir sagen, okay, wir wollen keinen Bestandskunden verlieren, wir wollen wirklich das mit denen regelmäßig Aufträge machen, in der Betreuung wollen wir die permanent halten und so weiter und so fort, dass wir auch immer wieder in den Kontakt mit denen treten können. Und dann baut man sich im Endeffekt zwei auf und setzt halt den einen Tunnel quasi nach dort und den anderen Tunnel von hier drüben nach hier oben, so dass das quasi immer wieder im Kreis rotieren würde. Und dann haben wir eine, ja, ein sogenanntes Perpetuum mobile, ja, wo man einfach unendlich sagen kann, das Ganze rotiert. Genau. Zudem sagen wir dann, okay, wir haben natürlich auch das Thema Automatisierungsregeln drin, ja, dass
ist auch noch so mit einem Punkt, den wir uns dann anschauen können. Hierzu muss ich dann mal ganz kurz hier rüber switchen. Also Automatisierungsregeln und Trigger sind im Endeffekt dann die Unterpunkte, die wir uns einstellen, ja. Wo wir sagen, okay, wenn wir uns das einstellen wollen, gibt es verschiedene, zum Beispiel Online-Formular ausfüllen, eingehende E-Mails, E-Mail-Link angeklickt. Was bedeuten diese Sachen? Also wir haben hier die Möglichkeit, uns automatisch Leads generieren zu lassen über verschiedenste Tools. Als wenn wir eine zum Beispiel Support-E-Mail verknüpft haben oder E-Mails rein, eine Art von Tickets, können wir das quasi dann hier uns einspielen lassen. Wir können natürlich auch über ein Online-Formular, Kontaktformular oder sonstige Formulare uns hier Aufträge erstellen lassen in einer spezifischen Pipeline, denn wir können, wenn wir das Online-Formular auswählen und sagen Online-Formular ausfüllen, dann können wir sagen, wir wollen alle Formulare, die hier sollen hier reinfließen oder halt ein spezifisches. Ja, also wir können zum Beispiel auch ein Feedback-Formular nehmen und das dann hier hinsetzen, ja, und so weiter und so fort. Können dann natürlich auch gewisse Bedingungen noch mit dran knüpfen, dass dann ein Lead erstellt wird und so weiter. E-Mail-Link angeklickt bedeutet im Endeffekt Folgendes, auch Sie werden sicherlich im Bereich des Marketings ab und an mal Newsletter verschicken, wenn Sie das zum Beispiel über Bitrex24 machen, ja, dann können Sie da auch einen Link zum Beispiel hinterlegen, der mit einem Webhook dann mit diesem Trigger hier versehen ist. Dieser Link wird dann zum Beispiel hier reingelegt, ja. In dem Fall haben wir den Tracking-Link einfach mal google.com Client gleich Safari genommen. Das heißt im Endeffekt, dass wir Mac tracken sozusagen, ja. Und sobald halt dieser Link, der dann in der E-Mail drin ist, angeklickt wird, wird hier ein Lead oder ein Auftrag daraus erstellt. Bei den Automatisierungsregeln können wir uns hier auch diverse Themen machen, anlegen. Das ist im Endeffekt dann einfach der Punkt, dass wir sagen, okay, wir wollen hier automatisiert sagen, der Mitarbeiter bekommt eine eigene Aufgabe, ja, oder muss etwas tun. Genauso aber auch kann es sein, dass wir die Kundenkommunikation automatisiert machen wollen, indem wir sagen, wir sollen automatisiert eine E-Mail schicken, automatisiert eine SMS schicken und so weiter und so fort. Auch das ist möglich. Grundsätzlich ist es zum Beispiel aber auch möglich, dass wir automatisiert ein Lead oder einen Auftrag durch diese Pipeline laufen lassen, indem wir den Wertestatus ändern reingeben. Das ist im Endeffekt unter Mitarbeiter ein Punkt, den man nutzen kann. Dadurch wird im Endeffekt automatisch der Status in den angepasst, den wir haben wollen. Wir können dann noch angeben, wer hat das quasi abgeändert, um dann halt auch die History quasi ein bisschen zu pflegen. Können dann hier auch wieder Bedingungen immer wieder angeben, Zeiträume angeben, ja, bis hin zu Tagen, wann das passieren soll. Und dann können wir das Ganze speichern, dann ist es hinterlegt. Können die aber auch per Drag and Drop dann verschieben in die richtige Phase, die wir brauchen. Groß und Ganzen lassen sich hierüber ganz, ganz viele verschiedene Geschäftsprozesse einfach abbilden und Effizienz aufbauen, indem wir dann auch zum Beispiel Benachrichtigungen an verantwortliche Personen geben, Reminder, automatische Aufgaben anzustellen lassen, also To-Dos, die gemacht werden. Ja. Sollte dann zum Beispiel nach 2 Tagen nichts passiert sein, keine Reaktion kommen, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite vielleicht, wird sich der Status ändern zum Beispiel, ja, natürlich können wir immer noch manuell die Sachen weiterschieben, das ist grundsätzlich gar kein Problem und genau das Ganze können wir auch grundsätzlich im Themenbereich der Aufträge machen, ja, und auch schnell verwalten. Wenn wir uns das hier anschauen, können wir das auch hier in vielerlei Punkten einfach gestalten, ja, also wir können auch hier schnell über die einzelnen Themen gehen. Das hierüber machen. Gut, so, damit haben wir jetzt schon den Bereich quasi groß abgesprochen, wie man hierüber zum Beispiel Effizienz aufbauen kann. Natürlich haben wir noch den allgemeinen Analytics-Teil, der auch ganz, ganz wichtig ist, wo wir sagen, okay, das lässt sich mitnehmen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Lead-Analyse, wo wir einfach uns anschauen können, was kriegen wir für Leads rein, wie positiv oder wie gut sind diese Leads, ja, also was haben wir eine hohe Anzahl von qualitativen Leads oder bekommen wir eigentlich fast nur Trash,
sodass im Endeffekt die Conversion Rate einfach sehr miserabel ist. Ja. Haben wir wiederkehrende Leads einfach, genauso das Ganze auch im Bereich der Umsätze. Ja. Aus welchem Fallbereich, aus welchem Sales Funnels kommt der meiste Umsatz? Machen Sales Funnels vielleicht Sinn, machen sie keinen Sinn? Das können wir hierüber dann uns genauer anschauen und analysieren. Natürlich können wir auch über den Umsatzplan gewisse Umsatzziele definieren. Sei es jetzt wirklich, dass wir sagen, okay, wir wollen einen Gesamtumsatz haben oder eine Anzahl an Aufträgen, die gemacht werden soll. Ja, dann nach Mitarbeitern gestaltet. Ja. Diese Zahlen müssen wir dann dementsprechend natürlich auch anpassen, ja, also damit das dann auch sinniger bleibt. Zum Beispiel, und wir können das Ganze halt quartalsmäßig sagen, ja, oder. Auf Grundlage dessen muss ich das hier kurz nochmal neu machen, das ist aber auch nicht schlimm. Und wir nehmen jetzt hier das zweite beziehungsweise schon mal das dritte Quartal und drücken auf Speichern. Und dann können wir das hier nachverfolgen, was wir grundsätzlich benötigen. Mit Umsatzzielen sind grundsätzlich immer noch mit dabei. Dann können wir aber auch die Trends verfolgen. Das heißt, wir sehen ganz genau, wer wie wo ja, aktuell sich verbessert im Vertrieb oder sich verschlechtert im Vertrieb, weil die Konvertierung nicht ganz richtig ist, vielleicht. Da kann man dann auch dementsprechend darauf reagieren, dass man sagt, okay, bei dir sind im aktuellen Gebiet wenig gute Leads drin, gute Aufträge, Möglichkeiten drin. Das muss man einfach schauen. Man kann sich auch Zeiträume vergleichen, ja. Sodass diese dann dementsprechend aufgerufen werden. Jetzt haben wir hier keine Daten drin, weil wenig Aufträge einfach abgeschlossen wurden in diesem Zeitraum. Wir müssen den Zeitraum anpassen. Dann müssten hier auch Daten kommen, genau. Und dann können wir das grundsätzlich sehen. Vom April zu Mai ging es nach unten zum Beispiel hier gerade. In dem Fall wäre das natürlich dann negativ. Das kann man aber dann auch sich auf größere Zeiträume einfach anschauen. Effektivität allgemein der Mitarbeiter kann man sich auch anzeigen lassen und sehr genau die einzelnen Mitarbeiter nachverfolgen, was für eine Effektivität sie haben, wie viele Aufträge haben sie in Arbeit vom Wert her einfach, ja, wie viele Aufträge haben sie aktuell bekommen, beziehungsweise in der Vergangenheit bekommen, und was ist der Durchschnittsbetrag grundsätzlich. Dann sieht man noch die Conversion Rate, also wie viele Aufträge werden positiv abgeschlossen, 10%, und es gibt auch direkt eine Bewertung durch Bitrix dazu, also wie gut dieser Conversion an sich ist. Das kann natürlich bei jedem Unternehmen abhängig sein und sich unterscheiden im Allgemeinen. Ein sehr schönes Tool, wie ich es persönlich finde, ist das Thema Kunden an sich in der Analytik, wo wir uns einfach zu den einzelnen Kunden Top-Kunden und auch Stammkunden anschauen können, wo wir einfach sehen, okay, wie viel Umsatz, also wie viele Aufträge schließen wir mit dem Kunden ab und so weiter und so fort. Und was kriegen wir grundsätzlich an Geld oder an Produkten vielleicht mit diesen Leuten umgesetzt? Was ist aktuell vielleicht ein Trend und so weiter bei den Leuten, um das Ganze umzusetzen? Gut. Das soweit von meiner Seite aus zum Thema Effizienz am digitalen Arbeitsplatz. Wie kann man sich steigern? Worauf sollte man sich fokussieren? Gerne beschäftigen wir uns jetzt noch mit Ihren Fragen zu den einzelnen Themen, die Sie vielleicht haben. Und hierzu gebe ich auf jeden Fall erstmal die Moderatorenrechte an meinen Kollegen, den Herrn Paul Streck. Paul, haben wir die eine oder andere Frage, die wir beantworten können? Ja, jetzt. Genau. Jetzt hört man mich, denke ich auch.
Es gab eine generelle Frage zum Thema, wie versendet man die Links in den E-Mails und wie kann man das konfigurieren? Es ist ziemlich einfach. Man kann leider nicht die gesamten Formulare in die E-Mails einbauen, aber das, was Sie machen können, das ist diesen Trigger einzustellen oder die Automatisierungsregeln, wo man sagen kann, E-Mail verschicken. Da können Sie hier auch den Link auch einbauen. Und hier gibt es diese Einstellung Link-Klicks nachverfolgen. Das bedeutet, das wird Ihnen helfen, bei dem nächsten Schritt im nächsten, in der nächsten Phase einen Trigger einzustellen, wo dann das System Sie informiert, E-Mail-Link wurde angeklickt und automatisch anhand dieser Information kann Status von dem Lead oder von dem Auftrag sich ändern und dann automatisch schon mal mit einem anderen Farbe, mit einem anderen Namen markiert werden. So. Ich schaue mir nochmal die weiteren Fragen an, kleinen Augenblick. Wie ist es möglich, eine eingehende E-Mail einem Projekt zuzufügen? Da gab es noch die Frage dazu. Ich werde diese Frage auch direkt beantworten. Da gab es noch eine weitere Frage. Wie kann man die Leads zu den zwei unterschiedlichen Themenbereichen zuordnen? Und da gab es noch eine weitere Frage. Wenn man beispielsweise ein Angebot zu einem vorhandenen Projekt bekommt, wie kann ich Angebots-E-Mail an das zugehörige Projekt verknüpfen? Hier würde ich gerne kurz zu diesem Teil von den Projektgruppen übergehen. Die gibt es auch in unserem System. Da gibt es eine Möglichkeit. Ich kann es Ihnen gerne zeigen. Das System mit einem E-Mail-Account von Ihnen zu verknüpfen und bei uns ist im System so eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Das ist eine Demo-E-Mail-Adresse, die wir dann bei Demo-Bitchex bei Gmail eingerichtet haben. Und wir sehen hier, dass wir hier in unserem E-Mail-Box zwei E-Mails haben. Und eine E-Mail ist bereits mit einer Aufgabe verknüpft. Das bedeutet, Sie können jederzeit aus einer eingehenden E-Mail eine Aufgabe stellen und bei der Erstellung der Aufgabe die entsprechende Projektgruppe zu verknüpfen, wo dann man sagen kann, jetzt möchten wir diese Aufgabe zu einer Test Gruppe zu ordnen. Mit Buttonklicks kann man diese Beziehung erstellen, wo aus einer E-Mail im Endeffekt eine Aufgabe erstellt wird, die dann einer Projektgruppe zugehört. Zu dem Thema Leads. Die Leads, beiden Leads gibt es immer nur eine Pipeline. Das bedeutet, ein Lead bedeutet im Endeffekt immer eine Aufgabe oder eine Aufgabe im System. Und Sie können dann diesen Lead abarbeiten und dementsprechend dann entweder mit einem guten Lead oder mit einem Junk-Lead markieren. Sobald Sie aus diesen Lead markieren, gibt es eine Auswahl, was Sie eigentlich daraus erstellen möchten. Und hier gibt es eine Auswahl. Entweder kann man einfach den Auftrag erstellen oder wenn es bis zu diesem Moment noch unklar ist, was Sie daraus erstellen möchten, können Sie erstmal einen Kontakt oder eine Firma anlegen. Und sobald eine Firma existiert, wie es zum Beispiel hier Streck 1, da kann man jederzeit bei der Firma in dem Firmenprofil mehrere Aufträge anlegen, sodass Sie schon mal mehrere Verkaufschancen im Profil von Ihrem Kontakt pflegen können. Und dann können Sie sehr schnell zwischen den Aufträgen, Kontakten und Firmenprofilen umswitchen. Das Gleiche gilt auch für die Angebote und Rechnungen. Das ist auch eine Frage aus der Liste.
Wie kann man mehrere Rechnungen und Angebote erstellen? Da kann man auch unproblematisch aus dem Kontaktprofil oder aus dem Auftragsprofil ein Dokument generieren. Entweder wirklich ein Dokument. Hier gibt es eine vordefinierte Liste von Angeboten und Rechnungen, die als Demo-Daten im System existieren. Da kann man beispielsweise ein Angebot generieren. Es dauert ein paar Sekunden, bis das Angebot fertig ist. Und da kann man dieses Angebot direkt aus dem Profil des Deals entweder per Link oder sogar per E-Mail an Kunden verschicken. Das Gleiche funktioniert auch mit den Rechnungen. Es gibt auch die letzte Frage in der Liste. Stellen wir das Webinar als Download zur Verfügung? Ja, natürlich. Wir haben einen YouTube-Kanal bei uns. Sie können uns direkt unter Hashtag MCA bei YouTube finden und nach ein paar Tagen wird dieses Video auch dort hochgeladen, sodass Sie im Nachgang natürlich auch gerne anschauen können. Und wie ich sehe, wir haben alle Fragen beantwortet aus der Liste. Herr Gerschei, ich übergebe Ihnen die Moderatorenrechte zurück, damit Sie schon mal die abschließenden Worte zum Webinar sagen könnten. Danke. Gut, dann danke ich auch erstmal dafür. Die kurze Fragerunde haben wir dann erstmal vorläufig, glaube ich, abgeschlossen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, ja, dann gerne machen Sie sich einen Screenshot von diesen Kontaktdaten oder schreiben Sie sich ab und lassen uns die gerne per Mail zukommen oder telefonisch. Können Sie auch gerne sich dann über diese Rufnummer dann mit mir zum Beispiel in Verbindung setzen, sodass wir Ihnen alle weiteren Fragen rund um BTX24, egal um welches Thema es geht, beantworten können. Ich persönlich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre rege Teilnahme an diesem Webinar und hoffe, dass ich Sie vielleicht in einem anderen Webinar mal wiedersehe, beziehungsweise dass wir Ihnen weiterhelfen könnten, um Ihre Effizienz generell zu steigern in der Zukunft. Von meiner Seite aus bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen noch eine gute, erfolgreiche Woche und schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören.